herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands. Wir sind vor den Toren von Paradise Falls. Mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir werden den letzten Wackelkopf mitnehmen. Hold it right there. Nobody's allowed into Paradise Falls except on slaver business. And I get to decide what qualifies as slaver business. Sklaven. Paradise Falls, was ist das denn? Are you kidding me? You've never heard of Paradise Falls? What? Are you right out of the vault? Paradise Falls is home to the slavers. Up there we sell the slaves that we capture out in the wastes. So, unless you're either buying or selling, piss off. Sklaven? Wie Menschen? Das ist fürchterlich. Yeah, well, you don't like it? Keep walking. It's that simple. You got something else to say, or did you just come here to preach at me? Wie auch immer, lass uns über was anderes reden. Like what? Don't be wasting my time out here, or I'll throw you in the pans with the rest of the meat. Ich möchte keinen Ärger. Ich möchte mich hier nur ein bisschen umschauen. You wanna look around? Where the hell do you think you are? Stop wasting my time, asshole. Was ist dein Problem? Lass mich rein. My problem is I got a goddamn job to do, and that's keeping assholes and morons from bothering Eulogy Jones and his enterprise. And I'm not sure which you are. I'm thinking moron, because a smart man would have pissed off by now. You want to give me a reason I don't end you right this second? All your yapping is giving me a headache. Ich fürchte, wir werden hier gleich einmal aufräumen müssen. Wer ist Eulogy Jones? Are you for real? You come up to a man's place of business and you don't even know who he is? He's the man. Runs Paradise Falls. He's the real deal. Definitely not someone you want to mess with. But Eulogy doesn't waste his time with morons. So piss off before I put you in the dirt. Und was, wenn ich dir ein paar Sklaven besorgen würde? Dann würdest du mich reinlassen? Das will ich ja eigentlich nicht. Komm jetzt, lass mich rein. You don't give up, do you? Maybe I have something you can do for me. And if you don't screw it up, maybe I'll help you into paradise. Think you got what it takes to round up some slaves? Ich werde nicht deine Drecksarbeit machen. Oh no, I'm crushed, heartbroken. Here I thought we could be best friends for life. Quit wasting my time. Now piss off before I start shooting. Ich glaube, wir werden hier gleich mal ein bisschen aufräumen. Richter. Ja, wir haben Nerven, ne? Und was machst du jetzt? You ain't allowed up there. You hear me? Go any further and you're a dead man. I ain't warning you twice. Tja. Und wir haben Karma bekommen. Vilified. Okay. Die mögen uns hier nicht. Ich frag mich, warum? Mesmetron? Was ist denn Mesmetron? Nahkampfwaffe wahrscheinlich. Mesmetron Manual, Summary Page. Okay, gucken wir mal rein. Non-lethal subjugation device. Your field reports will assist us. Ja, okay. So, lead in the field of non-lethal target elimination and retrieval. Ach, das ist wahrscheinlich halt für entsprechende Sklavenleute, Sklavenhalter. Gut, dann werden wir nicht so viele Quests haben, aber ich wollte jetzt, da wir ja auf der guten Karma-Seite spielen,
Naja. Fand ich jetzt irgendwie nicht richtig, jetzt hier als Sklavenhalter anzufangen. Das war mal ein Versagen. Okay. Yo. Aber jetzt überlebt. Ja, irgendein Achievement wieder fertig. Sehr gut. Und wer bist du? Oh man, they're gonna be mad at you. These slaver guys are mean. Listen, you gotta help us. Me and my friends, we gotta get at home. Can you help? Can you get us out of here? Wir sind schon draußen. Kannst du nicht von hier aus wegrennen? You saw what happened to the other guy. Same thing would happen to me if I try to run away now. Color would pop my head right off. And besides, I don't want to leave without Squirrel and Penny. I'll hide out here. Can you go in and get them? Klar, ich krieg die Kinder hier raus. You're okay for a Mungo. Squirrel and Penny are still stuck inside. You need to get the key to the slave pen to get him out. That 40 asshole has one. Hm. And so does the boss guy, Eulogy. Go get him. 40 hat so einen, okay. Wo war denn 40? Hier. Paradise, jawohl. Perfekt. Aber auch wieder schön, dass man sich hier auf beide Seiten stellen kann. Ja, super. Voll die epischen Zeitlupen, aber er trifft halt nicht. Ja, ich muss mich gleich mal heilen. Items. 8 ist schon ausgewählt. Perfekt. Dann nehmen wir erstmal hier die Expired. Oh, da sind ja richtig viele hier. Richtig Action hier. Ja. Ich will eigentlich auch vom Auto weg, genau deswegen. Das ist nämlich auch immer nicht so gut. Okay, der muss weg. Da ist noch einer. Eieiei, das geht hier ganz schön zur Sache. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Da haben wir noch einen Slaver. Das mit solchen Wahrscheinlichkeiten zum Teil. Hallo. Oi, wo ist aber ein großen Hammer? Ein Super Sledge. Clever. Wir haben auch so ein Halsband hier. Ja,
welche. Oh, die machen erstmal richtig lecker Ramen. Halt. Nein. 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 Ja. Ymir. Nee. Ich möchte jetzt eigentlich nicht die Sklaven töten. Frank ist auch noch da. Okay, das war jetzt schon mal recht erfreulich. Dann gehen wir mal zu Eulogy weiter. Hallo, ist jemand da? Ach, Eulogy Jones. Stylisch. Hätte mich ja schon interessiert, wie es wäre, hier auch mal Sklavenhalter zu sein. Oder Sklavenhändler. Wir werden es nicht rausfinden, leider. Nettes Bett. Warum hat er so viele Sofas mit dabei? Hm. So, und da haben wir unseren Wackelkopf Charisma. Perfekt. Companions machen jetzt 10% zusätzlichen Schaden und haben eine höhere Schadensresistenz. Müssen wir nur mal... Okay, what makes you... Fertig. Cool. Dann holen wir jetzt noch die Kiddies hier raus. Wo waren die denn? Okay, hier kann man ja noch Leute anheuern. Nehmen wir mal eben die Quest. Rescue from Paradise. Da hinten müssen wir hin. Sehr gut. Achso, eigentlich könnten wir auch noch mal eben schlafen. Bevor wir sie jetzt befreien. Das ist gemein, ne? Aber ich bin müde. Und hier war ja so ein schönes Bett. Kann man darin schlafen? Ja. Nein? Ach, das ist aber schade. Ich hätte so gerne in diesem Bett geschlafen. Ah. Na dann nicht. Du bist frei. Man, what a mess. Don't get yourself killed, Mungo. I already shorted out the fence system so our collars won't blow. I bet they won't even notice. We're getting out of here. Ja. Raus mit euch. So. Und was seid ihr für welche? This place is terrible. Please. You've got to help us. Das Tor ist offen. Ist offen. Lauf. Freedom. Hey, hey, you want to hear a song? See a dance? Just give me some booze, I'll make it happen. Das Tor ist offen. Lauf. Ain't had enough to drink, can't go nowheres. Willst du mich verarschen? Wenn du hier rausgehst, kannst du all den Booze haben, den du willst. Now that sounds like a plan. I'm a run for it. What do you need? Das Tor ist offen. Lauf. Now's our chance. Let's go! What? Huh?
Me? You're talking to me? Yes? What do you need? Das Schloss offen, lauf. What? No, I never said that. Das Schloss offen, lauf. Ain't got no use for one. Lost most of my hair a long time ago, you see? Alles okay? What? You'll have to speak up. Ich sagte, ist alles in Ordnung? Oh, I don't know. I don't wear a watch. They're pretty rare, you know. Ask someone else. Okay, ciao. Come back if you need something. Not like I'm going anywhere. Könntest du, aber naja. Was gibt's hier Schönes? Eine Matratze. Ein Pre-War Book. Das könnte man sogar noch abgeben. Oh, hi. Was haben wir hier noch? Achso. Okay. Verstehe ich nicht. Warum sind die denn jetzt hier reingelaufen? Erstmal nochmal pinkeln und dann geht's los. I've gotta get out of here. Ja, ich auch. So schön ist es hier dann auch nicht. Ach, das war die Tür. Ich dachte gerade, jetzt aktivieren sie noch irgendwie die armen Halsbänder und dann sind sie alle weg oder so. Ach ja, der Richter. So, und wo laufen die jetzt hin? Sind doch alle da. Bye. Thanks for helping us, Mungo. You're not so bad for a Mungo. We're going home now. You watch out, okay? Ja, ja. Okay, sehr schön. Little Lamplight, die mögen uns jetzt. We're out of that shitbox. Rescue from Paradise. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft? So, dann wäre jetzt die nächste Frage, was wir als nächstes machen. Das machen wir sicherlich nicht. Machen wir auch nicht. Das könnten wir auch noch machen. Wireless Rangers. Yoga Cola Challenge machen wir noch. Haben wir jetzt eigentlich alle. Okay. Dave kriegen brauchen wir noch. Genau. Dann müssen hier noch Ted Strayer und Yukov. Brauchen wir noch. Für den Schlüssel. Ah. Und sagen wir, machen erstmal hier weiter. Die würde ich auch gerne, ganz, sehr gerne noch sammeln hier. Dann haben wir die auch durch. Und, ja, man sieht ja so doch noch mal ein bisschen was von der Welt. Das ist auch ganz schön. Orte, die man vielleicht noch gar nicht entdeckt hat oder nicht genau nachgeguckt hat. Zum Beispiel hier die Broadcast-Station. Können wir eben noch mal hinlaufen. Okay, haben wir so ein bisschen runter. Ach, und das sind Raider. Macht ja nichts. Gegen Raider habe ich nichts. Ach, schau mal einen an hier. Ja, so findet man dann halt auch mal Sachen, die man sonst nicht so finden würde. Okay. Explosives haben jetzt 10% weniger Spread, also weniger Streuung. It's go time. Was? Was macht ihr denn hier? Wie frech. Ich glaube, das geht los.
Okay, was wir eben gesehen haben, Bata wäre eigentlich auch noch mal etwas, was man noch mal ein bisschen hochmachen könnte. Aber wir konzentrieren uns auf Medizin, haben wir schon ziemlich weit oben. Machen wir voll und dann gehen wir jetzt den Rest auf Bata. Continue. Spielen mit dem Feuer. Wir können gut mit Feuer spielen. Wir kriegen 15% Feuerresistenz und nochmal plus 15% Feuerresistenz und plus 10% Geschwindigkeitsattacken mit feuerbasierten Waffen. Junk Rounds. Da können wir Munition craften mit Hilfe alternativer Materialien, zum Beispiel mit Scrap Metal und Tin Cans. Und Shotgun-Technik, die eine Chance hat, Gegner zurückzustoßen. Ja, ich sammle nicht so gern Zeug ein. Wir benutzen kaum Feuerwaffen und wir benutzen kaum Shotguns. Life-Giver. 30 zusätzliche Hitpoints können wir nehmen. Burden to Beer. 50 Pfund mehr tragen. Ja, nehmen wir. nehmen wir. Kein Problem. Finde ich gut. Das ist eine sehr gute Sache. So. Mehr tragen. Ist klar. Den haben wir. Dann können wir schon mal... Ach, da oben waren wir noch gar nicht. Ansonsten ist halt hier unten noch ganz viel offen. Tatsächlich sehr viel offen. Vault 101. Das klingt doch mal spannend. Ja. Dann würde ich sagen, werden wir das nächste Mal in Vault 101 gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.